Hallo ihr Lieben, heute gibt es leckere Streuseltaler mit einer Vanillefüllung. Letztens gab es bei meiner lieben Freundin Chrissy von Kochkino ebenfalls welche. Checkt mal ihre Variante ab. Ich verlinke euch ihren YouTube-Kanal und ihr Rezept unten in die Infobox. Dann geht's jetzt los mit den Zutaten und der Zubereitung. Das Rezept findet ihr eben unten in der Infobox. Wir brauchen Mehl für den Hefeteig, lauwarme Milch. Weiter geht es natürlich mit Zucker. Wir brauchen Trockenhefe, ihr könnt auch frische verwenden und eine Prise Salz. Außerdem noch etwas Öl oder Butter. So, jetzt habe ich aber ganz schön schnell gesprochen. Die lauwarme Milch kommt in eine große Rührschüssel. Dort kommt die Trockenhefe hinein und gerade so ein Esslöffel des Zuckers. Wir lassen das Ganze circa 10 Minuten stehen, damit die Hefe etwas schaumt und sich aktiviert. Dann kommt der restliche Zucker, das Mehl und das Salz hinzu. Alles wird verknetet und kurz bevor die Zutaten zusammenkommen, kommt dann das Öl hinzu. Ihr könnt aber auch, wie gesagt, zerlassene Butter verwenden. Und dann wird fleißig weitergeknetet, circa 5 Minuten lang, bis ein schöner, glatter Teig entstanden ist. Der Teig ist übrigens ein eher festerer Teig, also nicht wundern. Dieser wird abgedeckt und circa eine Stunde an einem warmen Ort gehen gelassen. Währenddessen wird die Vanillecremefüllung zubereitet und dafür brauchen wir Milch, Zucker und Vanillezucker. Hier habe ich Eigelb. Wir brauchen Butter und Speisestärke. Zunächst werden ca. 350 ml der Milch in einen Topf abgefüllt. Die restliche Milch wird dann mit allen anderen Zutaten glatt gerührt. Allerdings lasst ihr jetzt hier erstmal die Butter raus. Die 350 ml Milch werden dann aufgekocht, die Eigelbmischung dann nach und nach hineingerührt, der Herd auf mittlere Stufe runtergeschaltet und alles ca. 1 bis 2 Minuten köcheln gelassen, unter ständigem Rühren. Zum Schluss wird die Butter eingerührt. Der Pudding wird dann in eine flache Schüssel umgefüllt und mit Frischhaltefolie bedeckt, aber so, dass die Folie direkt den Pudding berührt, damit sich keine Haut bildet. Wenn der Pudding dann vollständig ausgekühlt ist, kommt er in eine Rührschüssel und wird mit dem Mixer cremig geschlagen. Dieser Schritt ist ganz wichtig, also schön cremig schlagen. Dann brauchen wir steif geschlagene Schlagsahne, die wird dann da noch langsam hineingerührt. Weiter geht es mit dem Hefeteig, der sollte jetzt richtig schön hochgegangen sein und kommt jetzt erstmal auf die Arbeitsplatte. Aus dem Teig werden dann 8 Kugeln geformt. Ich wollte erstmal 6 machen, dann dachte ich mir, ui, die werden ein bisschen zu groß. Habe dann aber im Nachhinein dann genau 8 Stück daraus gemacht.
Die Kugeln werden dann mit den Händen, mit den Fingern ungefähr Dessertteller groß zurechtgeformt. Die werden dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech gelegt, beziehungsweise zwei. Wir bekommen ja 8 Stück heraus. Und lasst unbedingt Abstand dazwischen, die werden nämlich noch groß. Dann einfach mit Tüchern abdecken, mit frischen Geschirrtüchern und circa 20 Minuten ruhen lassen. Währenddessen können wir natürlich schon mal unsere leckeren Streusel zubereiten und dafür brauchen wir Mehl, kalte Butter, hier habe ich Zucker, wir brauchen Vanillezucker und eine Prise Salz. Alle trockenen Zutaten, also Mehl, Zucker, Vanillezucker und Salz, werden jetzt ganz grob vermischt. Dann kommt die kalte Butter hinzu und das Ganze wird zu Streuseln geknetet. Das dauert aber einen Moment, also ein bisschen Geduld. Die Streusel werden dann auf die Teigfladen verteilt und kommen dann bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 bis 25 Minuten in den vorgeheizten Backofen, bis sie goldbraun werden. Nach dem Backen unbedingt auskühlen lassen und erst dann in der Mitte einmal durchschneiden. Die Vanillecreme habe ich mir in einen Spritzbeutel mit Sternhülle gefüllt. Ihr solltet sie natürlich bis zur Verwendung, also die Vanillecreme, bis zur Verwendung im Kühlschrank lagern und diese wird dann auf die untere Hälfte der Streuseltaler gespritzt. Die Streuseltaler werden jetzt zugeklappt. Zum Schluss kommt natürlich noch Puderzucker drauf und fertig sind sie. Ihr könnt sie sofort verzehren, aber natürlich auch zubereiten und dann einfach im Kühlschrank lagern. Ich hoffe, euch hat mein Rezept gefallen. Schickt mir gerne eure Fotos mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram und Facebook. Jetzt viel Spaß dabei, guten Appetit und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!